Ja, moin moin, HSV-Fans, YouTube-Fans, alle Fans. Ich bin hier noch am Volkswerk, habe mir das Abschlusstraining, wollte ich mir angucken, konnte ich aber schlecht gucken, weil sie wieder ein bisschen geheim gemacht haben. Aber man kann da nur eins sagen, ich habe mit den Leuten noch sprechen dürfen, mit den Spielern. Die sind alle heiß. Ich habe das Gefühl, dass wir morgen ein anderes Spiel wie in Fürth. Das muss es auch werden. Das war einfach zu wenig, was sie da gezeigt haben. Weil sie können das ja viel besser, das haben sie ja schon oft bewiesen. Ja, das dazu, ja, zu Sandhausen, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, ob Dietmeier spielt oder nicht, aber die beiden Kind-Zombie-Brüder spielen. Und ich will David mal besuchen am Hotel nachher. Aber ich freue mich schon auf das Spiel morgen. Und dann noch was, ich wünsche den ganzen Tross, die ganze Abteilung HSV Fußball, alles Gute in Kalifornien. Vielleicht seht ihr ja noch den einen oder das andere Talent und den bringt man gleich mit. So, das waren meine Worte. Und dann noch was morgen. Also ich will nicht immer sagen, verlieren verboten oder irgendwas, was weiß ich. Aber morgen ist es tatsächlich Zeit, dass ihr alles gebt, was ihr habt, noch in den Tank. Und dann muss das ein Sieg werden. Egal, das Ergebnis ist mir egal, aber ein Sieg muss her. Sonst schmeckt die Tour auch nicht nach Amerika so gut. Also haut rein, ist Tango, Jungs. Und dann wünsche ich euch alles Gute noch in Kalifornien. Alles Gute. Auf sicher ist das wärmer da als wir hier. Und kommt wieder gesund wieder. Und bitte, bitte, bitte keine verletzten Spieler. Alles Gute für die Mannschaft und für das Trainerteam in Kalifornien. Alles Gute. Tschüssi. Nur der HSV. Helm Peter sagt tschüss. Kommt bald wieder. Tschüss.